Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Putz mit mir Video. Heute stelle ich euch den Allzweckreiniger in der Duftrichtung Scarlet Sunflower vor und werde damit wischen, meine Fenster machen und etwas meine Küche putzen. Viel Spaß mit dem Video. Nicht wundern, ich bin noch im Schlabberlook, weil ich hier gerade putze, ja, an einem Sonntagmorgen. Und ich habe gerade, beziehungsweise werde ich jetzt wischen mit dem Duft Scarlet Sunflower und gleichzeitig habe ich hier meinen Tischventilator schön drapiert und habe da auch zwei Pots mit Scarlet Sunflower reingepackt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich ihn liebe. Das ist wirklich... Oh. Tada! Die Mutti hat es geschafft, sich umzuziehen, anzuziehen. Und ich werde jetzt mit dem Allzweckreiniger wischen. Und zwar in der Duftrichtung, meine absolute Lieblingsduftrichtung momentan. Ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass die ab 1. September rauskommt, Scarlet Sunflower. Boah, das riecht so gut, Leute. Es riecht so gut. Damit putze ich freiwillig hier jeden Tag, weil es einfach so gut riecht. Gibt es auch fürs Bad, gibt es auch als Counterclean für hartnäckige Flecken. Mit dem Allzweckreiniger putze ich eigentlich alles. Ist halt ein Allzweckreiniger, ne? Damit putze ich auch meine Fenster. Habe ich auch letztens in irgendeiner Story mal gezeigt. Die muss ich noch, die Fenster. Die hatte ich letztens, die muss ich noch. Damit putze ich meine Küchenfronten, damit putze ich meine Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, meinen Boden, die Holzmöbel, einfach alles. Ich bin so begeistert von diesem Duft und von diesem Reiniger und oh, einfach nur toll. So, Wasser ist schon im Spülbecken. Jetzt kommt unser geliebtes Putzmittel, All-Purpose Cleaner Concentrate, Allzweckreiniger, Konzentrat. Es ist ein Konzentrat, Leute, 710 Milliliter. Es hält euch für ewig, denn ihr braucht in einem Eimer oder in so einem, ne, in so einem Becken immer nur, kann ich es filmen und gleichzeitig, immer nur so ein kleinen, so ein Mini-Deckel. Zack, das reicht schon. Wieder drauf gedreht. Und das reicht jetzt wirklich schon. Das schäumt nicht. Das ist so wie Glasreiniger, Glasspüler. Also das ist, wie nennt man das denn? Es bleibt klar. Klarspüler? Es riecht schon. Leute, ich rieche es schon. Ich rieche schon. Los geht's. Ich habe euch übrigens auch schon mal gezeigt, dass ich mit dem Spülmittel von Sensi ganz gerne wische oder die Fenster putze, weil die damit auch streifenfrei sauber sind. Und auch mit dem Öl von Sensi, was eigentlich in den Diffuser kommt, weil das einfach auch super gut riecht und duftet und antibakteriell wirkt. Aber jetzt gerade nutze ich den Allzweckreiniger, weil ich eben halt diese Duftrichtung so toll finde und die eben halt auch streifenfrei sauber macht. Deswegen nutze ich heute dies, mal das. Also es ist immer unterschiedlich. Hauptsache, es duftet gut und es wird sauber und streifenfrei dazu noch. Also was will man mehr? Ja, ihr habt es gesehen, momentan bin ich nicht in meinem fittesten Zustand, in dem ich jemals war. Ich bin hochschwanger und mache deswegen immer so peu à peu. Gestern habe ich gesaugt, heute wische ich, mache die Fronten und alles so peu à peu. Sonst hätte ich ja alles an einem Tag in einem Schwung so durchgeputzt. Aber das geht momentan nicht. Deswegen mache ich gerade auch wieder ein kleines Päuschen, gönne mir noch einen schicken Kaffee. Und dann geht's natürlich auch mit dem, ne, an die Fronten, an die Küche. Und ich wollte gleich nochmal dieses Fenster mit euch zusammen putzen, weil es ist wirklich, wirklich dreckig über den Sommer geworden. Die ganzen Kinder immer mit ihren Sonnencreme-Fingern haben die Türen so aufgeschoben. Das mache ich auch nochmal gleich. Und ja, jetzt aber erstmal Päuschen. Achso, und vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, für alle, die Sensi nicht kennen und die das Putzmittel auch noch nicht kennen, Sensis Putzmittel ist biologisch abbaubar, Leute. Es ist nur aus natürlichen Inhaltsstoffen zusammengesetzt, keine aggressiven Chemikalien. Es ist, wie gesagt, biologisch abbaubar. Kein Ammoniak, kein Phosphat, keine Bleiche, keine Farbmittel und ja, super schonend und macht genauso gut sauber wie alle herkömmlichen Reinigungsmittel aus den ja, großen Märkten, die wir so kennen, von den großen Marken. Und duftet dabei eben halt noch so gut. Das ist ja so der Clou an der Sache, dass es eben halt ja, so einen schönen Duft dabei hat. So macht Putzen nämlich eben halt auch mal Spaß. Bevor ich mich an dieses Schmutzfenster mache,
Nachmittagessen. Putze ich hier einmal fix am Herd vorbei, am Ofen vorbei. Denn hier sind auch immer Patscher. Wenn wir den Kühlschrank aufmachen, patschen wir dann immer, jedes Mal. Es sind jedes Mal Patscher hier an der Seite. Und ich hatte euch ja letztens im Reel gezeigt, wie ich das herstelle, wie ich das zusammengemixt habe. Also einfach Leitungswasser reingefüllt und dann eine Kappe wieder von dem Allzweckreiniger rein. Diese Schliere nervt mich ultra krass, aber die kriege ich nicht weg, weil die quasi hinter dem Glas ist. Da müsste ich jetzt erstmal die Glasscheibe abschrauben. Nervt mich immer, aber ich kriege es nicht weg. Das ist halt von zwischendrin quasi. Egal, jetzt mache ich erstmal Lappen happig. So. Ich glaube auch immer, dass so ein richtiges Mikrofasertuch sehr viel damit zu tun hat, ob es streifenfrei wird. Mit diesem hier geht das sehr gut. Und wie ihr seht, alle Patscher weg. So, jetzt mache ich mich mal an die Fenster oder an dieses Fenster. Hier seht ihr überall die Patscher. Das sind Wasserflecken und Sonnencreme-Patscher. Es ist immer sehr schwer, das mit dem Handy einzufangen. Aber das ganze Fenster ist voller Schmiere. Gardine eingeklemmt. Das sollte nicht so sein. Warte mal, vielleicht sieht man es von außen ein bisschen besser. Hallo, 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 Schabstellen. Sieht man das? Ja, ich glaube, man kann es erkennen, dass es relativ dreckig ist. Ich fühle es auch mit dem Finger. Und natürlich gibt es auch andere Putzmittel, mit denen man streifenfrei sauber machen kann, aber eben halt auch mit dem Allzweckreiniger von Sensi. Und ich bin immer wieder froh, wenn ich eine neue Möglichkeit finde, mit der ich das streifenfrei sauber bekomme. Und wenn es dann auch noch so gut duftet wie hier in diesem Fall, ja, dann nehme ich das sehr dankend an. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, womit ihr eure Fenster streifenfrei sauber bekommt. Meine Mama macht das zum Beispiel mit so einem Gerät, so einem gelb-schwarzen, wo ich den Namen jetzt nicht sagen möchte. Ich mache das ganz häufig auch einfach nur mit klarem Wasser und Essigreiniger oder auch jetzt wie im letzten Video, im letzten Putzvideo schon gezeigt, mit dem Spülmittel von Sensi. Das geht auch sehr gut. Was auch sehr gut geht, dürfen die Fenster aber nicht so fettig sein wie hier mit Sonnencreme. Einfach nur mit warmem Wasser und meinem besonderen Zauber-Mikrofasertuch. Aber da gibt es ja wahrscheinlich viele, viele, viele Möglichkeiten und ich bin gespannt, welche ihr so habt. Und mir ist aufgefallen, ich habe euch noch gar nicht gesagt, wonach der Duft duftet. Ich sage immer nur, wie toll ich den finde und wie begeistert ich davon bin. Aber habe euch noch gar nicht die Duftbeschreibung von Sensi vorgelesen. Das mache ich jetzt einfach mal. Also, aufgepasst. Saftiger Apfel und ein Hauch von roter Preiselbeere werden von einer scharlachroten Sonnenblume, die sich der Sonne zuwendet, aufgehellt. Also, saftiger Apfel, Preiselbeere und Sonnenblume. Und der Allzweckreiniger ist so formuliert, dass er eben halt Verschmutzungen auf den meisten Haushaltsoberflächen bereinigt oder wegkriegt, so wie auch Edelstahl, versiegelte Flächen, Holz, Glas, Spiegel, Fliesen, Metall, eigentlich ja alles Mögliche. Probiert es einfach mal an einer kleinen Stelle aus und seid so begeistert wie ich, vor allem vom Duft. Leute, ich bin fix und fertig. Fenster sind geputzt. Meine Fronten sind geputzt, habe ich aber nicht mehr gefilmt. Ich wollte nur noch fertig werden. Ich habe mir jetzt gerade hier so ein kleines Melönchen geschnitten und gönne mir das. Ey, ich verstehe, warum ich momentan peu à peu putze, weil heute wischen und zwei Fenster war schon ganz schön anstrengend für meinen Körper, für meinen Bauch. Vor allem bei, hier sind es immer noch, es ist 18.15 Uhr und es sind immer noch 33 Grad hier in der Küche. Ich gehe ein. Nun gut, ich verlinke euch wieder alles in der Infobox. Wie immer, stöbert mal durch, kauft euch unbedingt diesen Allzweckreiniger in der Duftrichtung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.